Hey, du möchtest in Please Donate Robux verdienen, weißt aber nicht, wie man Gamepässe erstellt und verkauft? Dann ist dieses Video für dich, denn ich zeige dir hier, wie du Gamepässe am PC und am Handy erstellst, also Android und iPhone, wie du diese Gamepässe in Please Donate verkaufst und wann du auch diese Robux ausgezahlt bekommst. Fangen wir einmal an, für Leute, die keine Ahnung haben, was ist Please Donate? Please Donate ist ein Spiel, in dem man einfach hier so ein paar Stände hat. Ich bin jetzt auf dem Privatserver, der ist leer. Kann man sich einen Stand claimen. Wenn man den Stand claimt, hat man einige Produkte, die man verkaufen kann für Robux. Und diese Robux bekommt man dann natürlich auch in Roblox. Viele von euch wissen sicher schon, was Please Donate ist und haben auf das Video geklickt, weil sie wissen wollen, wie man da oben denn Produkte reinbekommt. Genau das werde ich euch heute zeigen und ich werde euch natürlich auch erklären, wie das Ganze dann funktioniert. Es funktioniert einfach so, dass Please Donate als ganz normaler Mittelsmann fungiert. Auf Roblox kann man ganz normal Gamepässe und Clothing verkaufen. Man kann ganz viele Sachen in den Creator Marketplace hochladen und kann manche dieser Sachen halt für Robux verkaufen. Das Problem ist aber, man findet meistens keine Leute, die einen Sachen abkaufen. Im Please Donate versammeln sich aber sehr viele Spieler, die auch bereit sind, mal Robux einfach so an Leute zu donaten. Und weil das hier einfach so ein bekannter, großer Sammelpunkt ist, an dem sich Leute zum Robux donaten oder halt auch zum Robux collecten versammeln, ist das Spiel sehr gut geeignet dafür, um gratis Robux zu verdienen. Aber wie verdient man jetzt Robux in Please Donate? Natürlich macht Please Donate das nicht kostenlos, denn für jede Transaktion, die hier in Please Donate stattfindet, bekommt der Owner 10% Provision. Das bedeutet, wenn du einen Game Pass für 100 Robux verkaufen würdest, gehen 10 Robux an den Owner von Please Donate. Dementsprechend ist Hazem ziemlich reich. Und ich meine sehr, sehr reich. Wir können hier einmal hingehen zu den Live-Donations. Da seht ihr, welche Donations hier gerade die ganze Zeit passieren. Die meisten sind kleine Donations, aber da sind ab und zu auch mal ein paar größere dabei. Ich habe eben 50 gesehen, da waren 100, nochmal 50, 69, 30. Aber die meisten sind 1 Robux, 500 Robux waren da gerade eben. Also ihr seht, es gehen permanent Donations durch und für jede dieser Donations gehen Gebühren ab. Einerseits gehen 10% an den Owner, es gibt natürlich auch andere Arten von Transaktionen, wo sogar noch mehr Provisionen an den Owner gehen, aber darum müsst ihr euch heute nicht kümmern. Ich zeige euch, wie ihr Gamepass erstellt und da gehen 10% an Hazem, den Owner von Please Donate, und 30% gehen an Roblox. Das ist bei jeder Transaktion, die auf Roblox passiert, so. Immer wenn du Robux verdienst, indem du irgendwas verkaufst, gehen 30% an Roblox raus. Das heißt, wenn du einen Gamepass für 100 Robux verkaufst in Please Donate, dann bekommst du am Ende 60 Robux zurück. 30 Robux gehen an Roblox und 10 Robux gehen an Hazem. Wenn du dann für 100 Robux einen Game Pass verkauft hast und diese 40 Robux Gebühren abgehen, dann fragst du dich bestimmt, wo bleiben denn jetzt meine Robux? Denn man bekommt die Robux nicht direkt. In Roblox ist es ganz normal, wenn man Sachen verkauft, dass die Robux, die man dadurch erhält, erstmal zurückgehalten werden von Roblox. Das hat einfach damit zu tun, dass Roblox sicher gehen möchte, dass der Kauf nicht rückgängig gemacht wird, dass ihr niemanden scammt, dass die Robux nicht irgendwie direkt von euch weiter ausgegeben werden, obwohl sie vielleicht noch refunded werden müssen. Dementsprechend kann es sein, dass man eine Woche warten muss, manchmal sogar bis zu einen Monat, bis man seine Robux bekommt. Aber ihr könnt natürlich schon auf der Roblox-Webseite direkt sehen, welche Robux ihr bekommen werdet, sobald sie dann fertig verarbeitet wurden. Aber denkt daran, es dauert in der Regel so ungefähr eine Woche, manchmal dauert zwei Wochen und in seltenen Fällen dauert es sogar 30 Tage, bis ihr eure Robux bekommt. Aber ihr bekommt sie. Dafür gehen wir mal rüber auf die Roblox-Webseite. Auf der Roblox-Webseite bin ich jetzt hier auf der Please Donate-Seite. Ihr könnt ja immer Please Donate sehen, hat gerade 16.000 Spieler, wo ich das mal wieder an einem Mittwoch um 12.28 Uhr aufnehme. Trotzdem 16.000 Spieler, die euch potenziell halt Robux geben können. Und auf der Roblox-Webseite könnt ihr oben rechts auf eure Robux drücken. Wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr wahrscheinlich gerade am Handy und müsst wirklich die Internetseite aufrufen, die Webseite. Wenn ihr die Webseite am Handy aufruft, sieht die immer ein bisschen anders aus, ein bisschen kleiner, ist ganz normal. Aber oben rechts habt ihr irgendwo euer Robux-Symbol, da könnt ihr rauftippen und geht dann auf Meine Transaktionen. Wenn ihr bei Meine Transaktionen seid, dann kriegt ihr eine Übersicht von allen Transaktionen, die halt in den letzten 30 Tagen gelaufen sind. Ihr könnt hier auch filtern nach vorheriger Tag, letzte 7 Tage oder letztes Jahr. Und dort gibt es einen Punkt, der heißt Ausstehende Robux. Das sind die Robux, die ihr noch nicht bekommen habt, aber noch bekommen werdet. Bei mir sind da gerade 2000 Robux drin für Sachen, die ich in Roblox verkauft habe. Aber die Robux, die werden halt noch verarbeitet. Das dauert. Das kann bis zu einen Monat dauern. Manche Robux kommen erst in der Woche, manche Robux kommen halt erst in 30 Tagen. Bei mir sind da sehr viele drin, die 30 Tage zum Verarbeiten brauchen, weil ich Layered Clothing verkaufe und aus irgendeinem Grund brauchen die Layered Clothing Verkäufe von mir immer 30 Tage zum Verarbeiten. Ihr könnt übrigens auf der Webseite auch oben auf Zusammenfassung klicken, dann nach ganz unten scrollen und auf Warenverkauf gehen und dann seht ihr hier, welche Sachen ihr verkauft habt und da sind dann wahrscheinlich auch die Sachen drin, die ihr bei Please Donate verkauft habt. Das sind zum Beispiel alles Please Donate Verkäufe, außer der hier oben tatsächlich. Danke an Maurice für die Small Donation in Roblox Connys Place. Ich hätte nicht gedacht, dass da nochmal jemand reingeht. Aber die hier sind alles Please Donate
Donations, die ich bekommen habe. Die meisten Robux, die ich bekomme, weil ich nicht aktiv Please Donate spiele, bekomme ich natürlich aus Gruppen. Dann landet das bei mir halt in den Gruppenauszahlungen drin. Und ihr seht, die sind alle auf ausstehenden Verkauf. Aber jetzt kommen wir endlich zu der heiß begehrten Frage, wie erstellt man denn gratis einen Game Pass, den man dann in Please Donate verkaufen kann? Ich werde euch zuerst zeigen, wie das am PC geht und ich möchte nicht, dass ihr zu den Punkten mit dem Handy skippt, weil die Sachen, die ich euch am PC zeige, werde ich am Handy nicht nochmal erklären. Ich werde euch nur erklären, wie die Sachen, die am Handy anders sind, nun mal anders gehen. Deswegen schaut euch bitte auch diesen Wie geht es am PC-Part an. Ich werde es am Handy nochmal wiederholen, weil ich weiß, dass ihr skippen werdet. Zuallererst müsst ihr natürlich auf die Roblox-Webseite gehen. Dafür gebt ihr oben in die URL-Leiste einfach roblox.com ein, drückt Enter und dann wird die Domain aufgerufen. Und wenn ihr nicht angemeldet seid, landet ihr in so einem Anmeldedialog. Hier ist es natürlich wichtig, euch anzumelden, indem ihr oben rechts auf Anmelden geht und dann euren Roblox-Namen eingibt. Bei mir ist das Roblox Conny und dann euer Passwort. Mein Passwort weiß ich nicht, weil das ist super lang. Und wenn ihr euer Passwort nicht wisst, dann vergesst es komplett. Ihr müsst natürlich euer Passwort wissen, weil Accountsicherheit ist das Wichtigste. Wenn ihr nicht mal euer Passwort wisst, keine Zwei-Faktor-Authentisierung habt, dann solltet ihr wirklich nicht so viel Arbeit in euren Account stecken, um da Robux drauf zu bekommen, weil wenn euer Account weg ist und ihr da Robux drauf habt, dann weint ihr. Zuallererst müsst ihr euch natürlich darum kümmern, dass ihr euer Passwort kennt und euch ganz normal anmelden könnt. Ich bin auf Roblox schon angemeldet und ich habe natürlich mein Passwort sicher in einem Passwortmanager gespeichert. Ich habe einen Roblox Passkey, ich habe einen Security Key. Mein Account ist sicher und ihr solltet euch natürlich um eure Account-Sicherheit kümmern. Wenn ihr dann aber angemeldet seid, dann müsst ihr in Roblox oben auf Erstellen klicken. Wenn ihr auf Erstellen geklickt habt, landet ihr in eurem Creator Hub. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wenn ihr vorher noch nie in eurem Creator Hub Dashboard wart, dann seht ihr diese Werbung für Roblox Studio. Da müsst ihr nach ganz unten scrollen und klickt dann unten auf Meine Inhalte verwalten. Wenn ihr das macht, dann landet ihr im Creator Hub Dashboard. Das Creator Hub ändert sich immer so ein kleines bisschen, aber allgemein bleiben die Sachen immer gleich. Manchmal ändern sich die Namen von bestimmten Reitern, aber ich denke, ihr solltet euch zurechtfinden mit dem, was ich euch zeige. Ihr geht natürlich als allererstes auf eure Schöpfungen, dann landet ihr im Tab Erlebnisse und wählt dann euer Erlebnis aus. Jeder Roblox-Spieler hat ein Standarderlebnis. Ihr müsst keins erstellen, jeder hat eins und das ist bei jedem auch standardmäßig öffentlich. Es ist wichtig, dass ihr ein Erlebnis wählt, das nicht privat ist, sondern eins wählt, das öffentlich ist. Ich habe hier oben jetzt mal nur öffentliche Anzeigen gemacht und jeder hat einen Place, der heißt einfach so wie der Roblox-Name, S Place. Bei mir ist es Roblox Connys Place. Da könnt ihr raufklicken, kriegt dann ein paar Statistiken dazu. Ich habe tatsächlich einen täglichen aktiven Nutzer. Das ist krass. Als ob. 111. Wer ist in meinem Spiel drin? Da ist nichts. Das ist ein leerer Place. Da habe ich nie was mitgemacht. Aber egal, wenn ihr auf eurem Erlebnis drauf seid, dann habt ihr hier links eine Leiste mit super vielen Sachen. Ihr müsst hier nach Monetarisierung suchen. Ihr müsst das vielleicht aufklappen, wenn es nicht aufgeklappt ist. Und unter Monetarisierung findet ihr dann Pässe. Vielleicht heißt es bei euch dann auch wieder Gamepässe. Aber ihr klickt einfach auf Pässe oder Gamepässe und dann seht ihr eure Gamepässe, die ihr schon erstellt habt. Ihr seht hier auch schon die Donations, die ich schon in anderen Tutorials erstellt habe. Und da klickt ihr dann auf einen Pass erstellen. Ihr müsst keine Bilder mehr hochladen. Das ist super toll, dass man das nicht mehr machen muss. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Namen vergeben. Rate euch dazu, dass ihr Donation in den Namen reinschreibt, damit jeder weiß, dass es ein Donation-Gamepass und niemand euren Gamepass melden kann, weil er nichts dafür bekommen hat. Schreibt hier auch einmal in die Beschreibung rein. This is only a donation game pass. It grants no benefits. Thanks for donating. Wenn ihr das da reinschreibt, dann seid ihr relativ auf der sicheren Seite. Dann weiß jeder Bescheid, okay, mit diesem Game Pass bekommt man nichts. Und dann kann sich niemand daran gestört fühlen, wenn er euren Game Pass kauft und dann sagt, ich habe dafür nichts bekommen. Es steht hier, dass man nichts dafür bekommt. Ihr klickt dann unten einfach auf Pass erstellen. Dadurch wird der Game Pass erstellt. Ihr kommt wieder auf die Pässe-Seite und klickt dann nochmal auf euren Pass rauf, um ihn zu bearbeiten. Und könnt dann links auf Verkäufe gehen, stellt den Artikel zum Verkauf und könnt hier einen Preis reinschreiben. Ihr seht hier schon Preise, die ich in anderen Tutorials reingeschrieben habe. Heute machen wir mal 112 Robux. Darunter seht ihr eure Creator-Einnahmen 70%, da sind nämlich die 30%, die Roblox immer abzieht, schon mit abgezogen. Das wären dann 78 Robux und ihr müsst euch dann noch vorstellen, da gehen nochmal weitere 10% ab. Also ihr kriegt nicht 70%, sondern ihr bekommt 60%. Und 60% von 112 sind dann tatsächlich nur 67 Robux, die ich bekommen würde, wenn ich das Ding verkaufen würde. Ich bin damit aber cool, klickt dann auf Änderungen speichern und der Game Pass ist erstellt. Und das ist alles, was ihr tun müsst. Wenn ihr jetzt wieder in Please Donate reingeht, und einfach einem Server joint, könnt ihr zu einer beliebigen leeren Booth laufen, sie claimen und Please Donate wird automatisch euer Profil scannen und findet dort euren Game Pass, den ihr erstellt habt, für 112 Robux. Please Donate schreibt dann, nein, ich werde dir nicht donaten, ich mache gerade ein Tutorial. Und das ist das Tolle an Please Donate, ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr müsst keinen Game Pass hinzufügen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach einen Game Pass erstellen für ein Erlebnis, das auf eurem Profil drauf liegt und das Spiel muss öffentlich sein. Das ist alles. Den Rest macht Please Donate automatisch und das ist genial. Dafür gibt man 0 Robux aus, das hat mich
mich nichts gekostet, den Game Pass zu erstellen. Und ich habe natürlich dann jetzt einfach einen Game Pass, den ich hier verkaufen kann. 112 Robux, die Spende, die ich erstellt habe. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das am Handy geht, seid ihr an der Stelle richtig. Aber wenn ihr geskippt habt und den Part vom PC nicht verstanden habt, dann müsst ihr nochmal zurückskippen, weil ich werde nicht alles Schritt für Schritt erklären, da ich in dem Video jetzt nichts doppelt sagen werde. Ich zeige euch nur, was anders ist am iPhone. Wenn ihr auf eurem iPhone seid, müsst ihr nicht die Roblox-App öffnen, sondern ihr müsst die Roblox-App verlassen und geht auf euren Safari-Browser. Das ist der hier unten. Den öffnet ihr einfach. Tippt dann unten auf Webseite suchen oder öffnen und gebt dort dann einfach ein roblox.com. Geht dann unten rechts auf öffnen und dadurch wird roblox.com aufgerufen. Ihr kriegt dann Cookie-Optionen, die könnt ihr wegdrücken, indem ihr auf alle ablehnen geht. Und dann steht da oben, dass ihr die Roblox-App öffnen sollt. Aber ihr wollt nicht in der App fortfahren, sondern tippt hier unten auf das kleine, ausgegraute in Browser fortfahren, um die Roblox-Webseite am Browser aufzurufen. Hier müsst ihr euch natürlich anmelden mit eurem Roblox-Benutzernamen und eurem Passwort. Und wenn ihr die Sachen nicht wisst, dann kümmert euch darum, dass ihr die Sachen herausfindet, weil das ist super wichtig. Ich melde mich jetzt mal mit dem Conny war böse-Account an, weil der wird mir gerade vorgeschlagen von Bitwarden. Geh dann auf Anmelden, dann kommt die Zwei-Faktor-Authentisierung, die machen wir auch einmal kurz. Einfach Code einsetzen, verifizieren, blub. Und damit bin ich dann angemeldet. Ich muss unten nochmal auf in Browser fortfahren drücken, weil ich die Cookies nicht speichere. Und kann mich jetzt darum kümmern, einen Game Pass zu erstellen. Dafür drücke ich oben einfach auf Erstellen. Hier. Blub. Komme dann ins Creator Dashboard. Und dort kriege ich dann eventuell Werbung für Roblox Studio. Wenn ich hier irgendwie auf meine Erlebnisse kommen will, funktioniert das nicht. Deswegen muss ich jetzt die Desktop-Ansicht aufrufen. Die Desktop-Ansicht bekomme ich, indem ich bei Safari unten auf diese zwei A's hier drücke. Blub. Und dann steht da Desktop-Webseite anfordern. Da tippe ich rauf, blub, dann kriege ich die Desktop-Webseite und komme im richtigen Creator-Hub an. In diesem Creator-Hub gehe ich oben links auf die drei Striche, gehe dann auf Schöpfungen, gehe auf Conny war böses Accounts Place, genauso wie ich es auch am Desktop-PC gemacht habe, gehe dann wieder oben links auf die drei Striche, scroll runter zur Monetarisierung und tippe auf Pässe und kann hier dann auch einen Pass erstellen. Hier gebe ich natürlich wieder den Namen ein und alles weitere, genauso wie ich es auch auf der Webseite gemacht habe, und das wär's dann. Und so geht die ganze Sache dann auch am iPhone. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es an einem Android-Smartphone geht, dann zeige ich es euch auch. Es geht im Grunde genauso, mit ein paar kleinen Unterschieden. Und wenn du jetzt hier einfach hingeskippt hast und nicht weißt, wie es am PC geht, dann skipp nochmal zurück für den PC, weil du musst wissen, wie es am PC geht, sonst verstehst du das nicht, was ich dir gleich zeigen werde. Natürlich habt ihr am Android-Gerät nicht den Safari-Browser, sondern ihr habt dort den Chrome-Browser. Den Chrome-Browser habe ich mir extra runtergeladen, damit ich euch zeigen kann, wie das geht. Hier könnt ihr dann oben auf Suchen oder URL eingeben tippen, gebt dann hier auch roblox.com ein, drückt dann unten einfach auf Öffnen, damit die Webseite aufgerufen wird. Und hier habt ihr genau das gleiche. Ihr lehnt die Cookies ab, geht unten im Grauen auf in Browser fortfahren, meldet euch dann an mit dem Conny war böse Account. Zwei-Faktor-Authentisierung natürlich nicht vergessen. Also gebe ich hier den Code ein, gehe auf Verifizieren. Dann bin ich angemeldet, gehe unten wieder auf in Browser fortfahren, gehe jetzt oben wieder auf Erstellen. Und wenn du diese Seite nicht siehst, sondern Werbung für Roblox Studio siehst, dann gehst du unten rechts auf diese drei Punkte und wählst dann unten aus Desktop-Version, damit du die Desktop-Webseite aufrufen kannst. Oben links auf die drei Striche, dann auf Schöpfungen, dann gehe ich auf Conny war böses Accounts Place. Wichtig ist natürlich, dass da drunter mal öffentlich steht. Gehe oben links wieder auf die drei Striche, scroll runter zur Monetarisierung und tippe auf Pässe und kann dann wieder einen Pass erstellen tippen und hier ganz normal den Game Pass erstellen. Und das wär's dann. Alles weitere läuft genauso wie auf dem PC. Das war's dann. Ich habe jetzt gezeigt, wie man einen Game Pass am PC erstellt, wie es am iPhone geht und wie es an einem Android-Gerät geht. Ich hoffe, damit werden dann all eure Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir in die Kommentare, und wenn sich die Roblox-Webseite mal wieder ändert, schreibt mir auch in die Kommentare, aber ich hoffe, dass ihr damit klarkommt, weil wenn sich was ändert, dann ändern sich nur Kleinigkeiten, dass sich ein Wort ändert oder so. Dann tippt halt einfach auf die Sachen, die ihr glaubt, dass sie Pässe oder Schöpfungen sind, weil Roblox ändert ständig den Wortlaut auf der Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne ein Like da lassen oder vielleicht sogar ein Abo, aber nicht beides gleichzeitig. Klickt auf das Video, das hier jetzt eingeblendet ist. Bis dann und ciao!